Er ist der Herr des Rings. Stolz wie Oscar präsentiert Charles Yogi Jones seinen Championship-Ring. Der neue Headcoach der Hamburg Sea Devils, 2007 als Assistenzcoach und Teil der damaligen Football-Franchise. This is the last championship to come out of Hamburg. Das hier ist der letzte Titel, der nach Hamburg ging. Mehr muss ich gar nicht sagen. Ich habe den Ring hier. Ich weiß, was es dazu benötigt hat, um ihn zu bekommen. Und das war nicht leicht. Ein Yard, so viel fehlte den Seeteufeln im vergangenen Jahr zum Titel. Die knappe Niederlage im Endspiel gegen Frankfurt Galaxy schmerzt auch noch 8 Monate später. Alle Beteiligten sprechen daher vor der neuen Saison vom Unfinished Business. Unfinished Business ist ganz groß. Letztes Jahr um so ein Stück verfehlt. Dieses Jahr um so ein Stück hoffentlich weiter. Und ja, Championship wollen wir holen, in Klagenfurt am besten. Das ist das Ziel für alle hier im Team. Für den großen Traum vom Titel verzichtete John Levy Kruse sogar auf einen Wechsel. Die BC Lions aus der kanadischen CFL waren stark am 24-Jährigen interessiert. Klar, die CFL ist was Großes, so, und die ELF ist aber auf dem besten Weg, um auch da hochzukommen. Und ich glaube, dass genau mit solchen Jahren jetzt hier eben sowas geebnet werden kann und am Ende die ELF ganz groß rauskommen kann und vielleicht irgendwann ja mal die zweitbeste Liga der Welt werden kann oder sogar noch mehr. Eine neue Nummer 1 gibt es bei den Sea Devils zumindest schon mal auf der Quarterback-Position. Salio Cissey wird der neue Spielgestalter bei den Hamburgern. Das ist das, was ich immer wollte. Und gleichzeitig ist es natürlich auch mehr Verantwortung. Das wollte ich aber auch so, weil diese Verantwortung gibt einem noch mehr Motivation, sich noch ein bisschen mehr reinzuhängen, auch wenn man mal müde ist oder sonst was. Richtig ernst wird es dann am 5. Juni. Dann starten die Sea Devils mit dem Heimspiel gegen die Berlin Thunder in die zweite Saison der European League of Football. Das klare Ziel, Finalsieg am 25. September in Klagenfurt. Denn im Football ist eben doch oft alles Gold, was glänzt. Okay.